Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls NFP Live Trading mit Dirk Hilger. Auch heute wieder. Ich freue mich, dass er mit uns diese Veranstaltung macht und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Und ich grüße natürlich alle, die hier direkt mit uns verbunden sind über die Software und natürlich alle über YouTube oder auf YouTube. Und ich weiß gar nicht, ob Andreas uns aktuell schon streamt oder nicht, aber schon mal vorab auch ein riesen Dankeschön und ein Hallo an die Twitch-Zuschauer. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von der FX Flat und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient unser Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also ob der Herr Dirk vielleicht heute den einen oder anderen Trade zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann grüße ich hier auch nochmal zurück nach Wien und gebe zurück oder beziehungsweise gebe den Bildschirm an Dirk weiter. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist. So, sollte alles funktionieren. Ich bedanke mich für die Einleitung beim Einleitung. Ich fange schon mit dem Sprachfehler an, für die Einleitung bei Nelson, den man aber leider jetzt auf YouTube nicht gehört hat, den hört man aber ab jetzt, nicht wenn er wahr? Irgendwas sagt. Also wenn du nochmal was sagen möchtest, kannst du es jetzt gerne tun. Ja, für mein Intro an YouTube bitte dann die Aufzeichnung sich anschauen. Ja, oder so, genau. So, also, ich freue mich natürlich, sag hallo und herzlich in die, hallo und herzlich, ich sag mal, ich muss nochmal irgendwie vorne anfangen. Also, ich sag hallo und herzlich willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass wir heute das NFP Live Trading hier zusammen machen dürfen, das Ganze präsentiert von FX Flat, wo wir das jetzt ja schon irgendwie im sechsten Jahr oder so machen, glaube ich, also schon auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit lang. Und ja, ich hoffe, das wird heute spannend. Der Markt ist so ein bisschen vielversprechend, was das angeht. Es müsste schon ein bisschen Wohler geben, zumindest vermute ich das. Der Markt drückt nämlich, also gerade der Dow drückt gerade so ein bisschen hoch. Ich habe es gerade schon im Hintergrund erwähnt. Ich habe noch eine Short-Position von gestern auf, versuche aber nichtsdestotrotz, den Markt eben auch live noch zusätzlich einzufangen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer, ne? Der Nelson hat es gerade schon gesagt, alles keine Empfehlung, was hier genannt wird, das ist ganz klar. Bitte nicht einfach nachmachen, wenn ich irgendwo auf den Knopf drücke und auch wenn es in den meisten Fällen irgendwie Sinn macht und auch aufgeht, aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. So, wie seid ihr denn positioniert? Fragen wir hier mal in die Runde. Long oder short? Oder was denkt ihr? Denken ist ja immer so ein bisschen schwierig beim Handeln. Das heißt ja immer, trade, was du siehst, nicht, was du denkst. Wobei das ja auch oft mit das Sehen dann halt mit Hellsehen verwechselt wird. Das sollte man natürlich nicht verwechseln. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. So, long, short, kreuz und quer, Dow-Seitenlinie, short von gestern, bin long, will short. Okay, also wir sind uns nicht einig, wie ich hier sehe. Aber das wäre ja auch, ne, was wäre das für ein Markt, wenn irgendwie alle das Gleiche handeln würde, dann würde sich ja nichts bewegen, das ist ja klar. Ne? Noch ein Stück hoch, dann runter, ja, okay. Short, also wirklich kreuz und quer, ne? Interessanterweise. Short im DAX, okay, das halte ich für richtig, so am Rande erwähnt. Aber schon, wenn man gestern irgendwie da drin war, ich war heute auch drin, habe vorhin aber erstmal glatt gestellt, weil ich habe gerade schon auch hier bei GoToWebinar gesagt, ich habe halt irgendwie nur drei Monitore hier am Start und die brauche ich natürlich für das Livestreaming. Also beziehungsweise ich habe nur eins zum Handeln, der Rest ist nur für Streaming irgendwie gerade. Von daher ist so ein bisschen, ja, muss ich mich da auch ein bisschen zurückhalten mit meinen Trades und den Positionen. Ja, das Wetter ist richtig Mist. Ich sitze hier, friere. Ich habe schon gesagt, es kann sein, dass ich gleich unterbreche und muss mir eine Jacke holen. Das gibt es ja gar nicht. Irgendwie gefühlt wird es immer kälter. Es könnte aber auch die Nervosität sein vor dem Markt, wenn gleich die Arbeitsmarktdaten kommen. Wer ist denn zum ersten Mal dabei? Würde mich mal interessieren. Vielleicht auch mal kurz in die Kommentare schreiben. Einfach mal ein X. Kommentare oder also bei GoToWebinar oder bei... Dein Hemd ist zum ersten Mal dabei. Das kenne ich noch nicht. Nee, das ist schon ganz oft dabei. Das ist das Schönwetterhemd. So, ich dachte, wenn schon die Sonne nicht scheint, dann ziehe ich wenigstens ein Hemd an, als wäre noch Sommer. Oder ich sage ja immer, ne, der Sommer ist dann vorbei, wenn die letzte Pfütze zugefroren ist. So, das ist immer mein Motto. Oh, das sind doch einige. Cool, die zum ersten Mal dabei sind. Okay, da muss ich ja vielleicht hier und da mal ein bisschen weiter ausholen. Was, das ist vielleicht das Alter?
Was, dass ich friere oder was? Oder kalte Hände habe. Mann, seid doch nett. Ja, okay, einige zum ersten Mal. Also, dann muss ich ja tatsächlich ein bisschen was ausholen. Also, mein Motto ist immer so, die Zahlen sind mir eigentlich ziemlich egal, ja. Und ich vertrete immer das Motto, also erstens, Charts machen News. Ja, ich weiß, da gehen natürlich die Meinungen auch auseinander. Aber man sieht es halt eben einfach auch zu oft, dass es so ist. Und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, das habe ich auch in der Facebook-Gruppe gestern mal irgendwo geschrieben, in, weiß ich nicht mehr welches war, aber dass der Markt halt oft am Tag vor, Tag davor vorbereitet wird. Und das scheint mir eben halt auch gestern so gewesen zu sein. Und wir könnten hier ein bisschen ruckartige Bewegung kriegen. Also generell, das heißt, ich bin immer der Auffassung, dass die News vom Inhalt her nicht so wahnsinnig wichtig sind, weil ja sowieso jeder Händler hat ja irgendwie seinen Grund, warum er irgendwie Long, Short oder was auch immer geht. Und es ruft ja keiner irgendwie an bei der Börse und sagt, ja, guten Tag, hallo, ich hätte mal eine Position heute, die werde ich in den Markt geben, weil, ja, sondern es hat ja einfach jeder so seine eigenen Gründe, ob das jetzt ein Fonds ist oder ob das eine Bank ist oder ob das irgendwelche Hedge-Positionen sind für irgendwelche Optionen und so weiter. Das weiß man ja halt nicht, ne? Und von daher achte ich da jetzt nicht so wirklich auf den Inhalt von den News. Also auch wenn man jetzt, wenn ich jetzt auch sagen könnte, okay, gute Arbeitsmarktdaten sind generell für und gut für den Markt, das mag ja sein. Das heißt aber nicht, dass jetzt der Impuls, der jetzt irgendwie um 14:30 Uhr kommt, eben auch genau das widerspiegelt oder halt überhaupt auch die Stunde danach. Das kann auch nächste Woche noch kommen. Ne? Oder es ist eben schon eingepreist oder wie auch immer. So im Nachhinein erklären lässt sich das ja immer ganz einfach. Aber halt, es geht ja darum, wie man, wie handelt man das, wenn es dann halt eben kommt. Ne? Und deswegen halt auch, gucke ich halt nicht so wirklich drauf, was jetzt der Inhalt von den News ist. So, da gehe ich aber mal rüber aufs Bild, schalte hier mal um. Moment, eine Sekunde, erst ein anderes Bild hier vorbereiten. Jetzt habe ich noch mein Bonbon. Haben wir vorhin gesagt, ich esse mal ein Bonbon schnell, bevor wir drüben sind. Nelson hat schon gesagt, er muss nur fertig kauen, ich habe noch 2 Minuten. Das schaffe ich aber jetzt in dem Übergang. So, wir gehen rüber. So, und weg ist das Bonbon. Gut gemacht, Nelson, Ja, das war nicht schlecht. ne? Okay, ja, DAX runter habe ich ja gerade auch schon gesagt, also auch im Webinar leider nur. Ist, glaube ich, nicht so die falscheste Richtung. Das habe ich aber auch in meinem Trading-Blog jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, warum der DAX da oben über 16.000 nichts verloren hat und eigentlich gut und gerne noch ein gutes Stück fallen könnte. Ich mache mal hier erstmal kurz den Daily an, damit man es ein bisschen besser sieht. Und zwar hier oben. Also links der DAX, rechts der DAU, für die, die zum ersten Mal dabei sind. Ne? Generell wäre das halt so meine Richtung, wo ich halt gerne hin möchte. Hier unten halt in diesen Außenstab, also beziehungsweise in diese Aufwärtsbewegung, die halt hier gemacht hat, von unten nach oben. Und weil wir da halt einfach so durch den SMA 20 da durchgelaufen sind, der in dem Moment noch gehangen hat und weil er hier einfach über der 16.000 nicht wirklich was verloren hat, weil dort eigentlich der Short-Trigger angesetzt ist im Weekly. Dort fängt die ja zumindest halt an. Und von daher macht es halt durchaus Sinn, wenn der hier oben erstmal reagiert und was dann da unten wird, muss man dann halt eben nachher natürlich nochmal sehen. So, und im DAU, um den wird es jetzt hier in erster Linie gehen. Also wie gesagt, DAX wäre so das Maximal für meine Begriffe unter 15.800. So, und im DAU. Drüber gucken, ja, hier ist was los, das ist schön. So, im DAU gucken wir uns das Ganze auch mal an. Da mache ich mal ein bisschen größer, beziehungsweise hier mal Fullscreen, damit man den mal ein bisschen besser sieht. Also, hier haben wir halt auch, ne, wir haben halt gestern, sind wir da oben in der roten Zone angedotzt. Bei mir war hier oben das Level bei der 35.089. Dort ist auch in etwa mein Break-Even, beziehungsweise mein Einstieg, den habe ich mir dorthin skaliert dann am Ende, weil ich ein bisschen später reingegangen bin, weil ich habe auch am Vortag, also am Mittwochnacht zum Donnerstag ja eben auch gesagt, ne, da oben hat er auch nicht wirklich was verloren. Einfach, also mein Ansatz, der Hauptansatz ist immer, das auch für die, die es zum ersten Mal hören, Wirkungsumkehr. Wirkungsumkehr heißt, wir hatten halt hier deutlichen Support da oben die ganze Zeit, ne, sieht man ja deutlich, und dann hat er das aber einfach verkauft. Dann ist er einfach durchgelaufen, ohne irgendwie großartig Rückbestätigung, noch einmal hier eine Tageskerze. So, aber generell kommt er jetzt von unten nochmal da rein, versucht es halt und hat natürlich dann hier nochmal den gleichen Effekt. Ne? Das ist die Wirkungsumkehr, das heißt,
Das war vorher Support und ist jetzt erstmal Widerstand. So, das heißt natürlich nicht, dass es jetzt irgendwie überhaupt nicht gekauft werden kann. Das ist halt auch klar, ne? Aber generell ist es halt ein Daily erstmal halt Widerstand. Was man hier halt auch sieht, deswegen sieht das bei mir so ein bisschen bunt aus gerade, das sind Außenstäbe, ne? Das heißt, ich habe also hier immer nur die Außenstäbe markiert, die sind halt rot hinterlegt. Wenn man die ausmacht, sieht das ganz normal aus, wie so ein normaler Chart dann halt eben. Ne? Das nur halt eben jetzt nochmal zusätzlich für die Orientierung. So, das heißt, dem habe ich auch gestern attestiert, der kann halt, also kommt hier einen fallenden SMA 20, da muss der eigentlich hin oder drunter. Und da ist er gestern auch drunter, und zwar auf die 34.732. So, und das ist das, was heute so ein bisschen widersprüchlich ist. Da wollte ich hin, aber auch schon irgendwie vorher, weil ich gesagt habe, dort begann nämlich der Squeeze hier in der Aufwärtsbewegung. Und das war der Anfang. Und da muss er eigentlich nochmal hin. Guckt man sich das Ganze mal im H1 an. Moment, schaltet gleich um. Ja, da sieht man halt, das war die 732 hier auf dem Level. Es dauert irgendwie gerade im Moment hier, weil das so viele Levels sind, die hier geladen werden müssen. Und da sind wir aufgesetzt. Das heißt, der eigentliche Long Entry wäre allerdings auch hier gewesen. Ne? Also in dem Bereich. Nicht in dem Bereich, sondern bei der 732. Da hat er ein bisschen übertrieben. Das war der Schluss gestern um 22 Uhr. Hat sich lieber direkt wieder zurückgeholt und läuft halt jetzt hier. Das habe ich heute eingezeichnet. Das sieht man im Live-Chart, dass wir halt hier in Widerstand halt reinlaufen. Warum? Ist hier einfach nur diese letzte Abwärtsbewegung. Viel mehr ist es tatsächlich gar nicht. Ne? Auch im Daily ist es zwar halt irgendwie ein Value Area High vom ich weiß schon gar nicht mehr, welchen Tag das gewesen ist, aber passt halt auch irgendwie dann zufällig dazu, aber generell läuft der halt hier in Widerstand rein. So, das heißt, für meine Begriffe, wenn der Markt jetzt irgendwie freundlich zu mir ist, dann geht er jetzt hier runter, erstmal nochmal hier an das Low, beziehungsweise eine Etage tiefer, und dann kann er meinetwegen versuchen, nochmal anzusetzen. Dann würden wir hier halt auch nochmal in eine Wirkungsumkehr reinlaufen, nur umgekehrt. Also das heißt hier über der 666, ne, weil halt hier auch Widerstand gewesen ist, der wurde einfach so gekauft, nicht rückbestätigt. Das heißt, da dürfte der dann tatsächlich reinlaufen. Und da müssen wir mal gucken. Also dann besteht vielleicht die Möglichkeit, wenn er das jetzt so macht, ja, das ist jetzt nur mal die erste Vermutung. Wenn er das so macht, dann würde die unten die Möglichkeit bestehen, da auch nochmal long zu gehen und dann nochmal halt das da oben hinzuhandeln. So, das ist so mein Ansatz, wie ich das halt sehe. Ne? Runter muss, also rauf muss der hier jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich wäre auch gar nicht dafür, weil ich eine Short-Position habe. Wie gesagt, die bringe ich mir von da oben mit, und im Zweifelsfall fliege ich dann halt hier irgendwo raus. Dann muss man nochmal neu ansetzen. Dann wäre halt der nächste Punkt hier oben, falls er das macht, bei der 34.953, gleiches Prinzip, nur auf der Stunde. Hier war Support verkauft, nicht bestätigt. Das heißt, die ist auch noch offen. Und die zwei Möglichkeiten haben wir dann auch für meine Begriffe, finde ich. Entweder laufen tatsächlich jetzt einmal hoch, holen uns dann die 953 und gehen dann runter, oder wir fallen jetzt hier runter und machen es genau umgekehrt und holen uns da unten den Long. Also das wird sich jetzt zeigen. In irgendwie 1,5 Minuten ist es soweit. Ich lasse meinen Short natürlich drin. Eventuell verkleinere ich den, weil der jetzt so klein nicht ist. Aber das ist jetzt mal der generelle Ansatz. Also oben die 953 und unten unterhalb der 666. So, das ist der Short. Ja, der ist jetzt nicht so klein. Hier mit 30 Kontrakten ist aber auf jeden Fall im Plus. Ne? Da kann jetzt nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Im schlimmsten Fall gehe ich da halt mit einem kleineren Plus dann halt eben raus. Wäre doch vielleicht ein bisschen geslippt. Das ist aber okay. Nur falls es so sein sollte. Und hier unten würde ich halt anfangen zu drehen. Ob ich das dann gleich mit 25 Kontrakten mache, muss ich mal sehen. Die liegt jetzt erstmal da. Die habe ich jetzt nur dahingelegt, falls ich irgendwie zwischendurch irgendwas vergesse. Aber könnte natürlich trotzdem sein, dass wir jetzt hier nochmal irgendwie ein kleines hochkriegen. Muss man halt gucken. Ich habe halt hier auch immer die Außenstäbe. Was mich natürlich stört, ist, dass wir hier, ich lasse den mal ein kleines bisschen höher, dass wir halt hier im M5 immer noch einen Long-Kontext haben, M15. Das heißt, der drückt eigentlich tatsächlich noch nach oben. Es könnte also durchaus sein, dass wir erst rauflaufen. Und dann wäre halt eben hier bei der 953 war das, ne? Genau. Dort wäre dann halt der nächste mögliche Entry. So, bis dorthin lasse ich mich natürlich nicht hier in der Gegenbewegung halt ein. Beziehungsweise nicht drauf ein und wird mich dann halt eher ausstoppen lassen und dann nochmal irgendwie neu ansetzen. Aber das wäre jetzt erstmal so die generelle Richtung. So, wenn dann halt irgendwie alles ganz anders kommt, dann muss man halt sehen, wie man da ansetzt. Aber das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Dann gucken wir mal, noch 2 Sekunden, bin gespannt. Okay.
Ein kleiner Spritzer nach oben, ist okay. Das meinte ich halt. Wir sind halt hier immer noch im Long-Kontext, im M15. Das könnte dazu führen, dass ich da jetzt oben rausfliege. Das stört mich, habe ich ja gerade gesagt. Das stört mich tatsächlich so ein bisschen dran, ist aber okay. So, jetzt würde ich hier da oben mal versuchen. Neun drei eins ist es im Daily. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich bin hier im 2-Minuten-Chart unterwegs. Muss mir vielleicht nicht irgendwie gleich, ich bin ein bisschen still, weil ich natürlich auch erstmal gucken muss, ob das, was ich hier tue, ob das auch richtig so ist. Wenn der hier nochmal drunter kommt, ne, könnte man auch überlegen, dass man den halt einfach unten nochmal short einstoppen lässt. Okay, also kommt hier nicht so wirklich über die 900 drüber bis jetzt, aber das heißt ja noch nichts. Mach das hier mal ein bisschen enger alles. Die 953 war das, ne? Ich gehe da natürlich jetzt nicht ganz genau. Mal gucken, ob wir da noch was anderes haben. Ja, FIBO-Level, okay. Würde tatsächlich dazu passen. Also ich würde jetzt nicht rein nach FIBOs handeln, aber generell passt es natürlich, ne? So, das ist mal die erste Bewegung. Ich bin ja eigentlich nie so ein Freund davon zu sagen, ja, die erste Bewegung ist die falsche. Aber es kann natürlich trotzdem auch schon mal passen, ist ja keine Frage. So, hier laufen wir auch, ne, das unten ist der H1. Laufen wir jetzt auch erstmal in den Widerstand hier von dem Außenstab, von der letzten Candle da halt rein. Bin mal gespannt, ob wir den kriegen. Schauen wir mal, ne? Ja, ist so ein bisschen unkoordiniert, finde ich irgendwie die Bewegung hier gerade. Bisschen wenig Bums dahinter. Also mal gucken, ob die jetzt noch mal eine Etage höher kommt. Man könnte jetzt natürlich auch hier versuchen, long zu gehen, aber da bin ich mal gerade noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich habe ja vorhin gesagt, hier im M15 haben wir den letzten, den hat er hier umgedreht nach Long, beziehungsweise sind immer noch im Long-Kontext, aber den allerletzten hat er jetzt umgedreht nach Short tatsächlich. Ne? Von daher, mal gucken, ob das jetzt noch so aufgeht mit Long. Also hier Point of Control, einmal Rücksetzer ist okay. Ich würde aber, ich tue mir ein bisschen schwer, hier Long zu gehen, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich das jetzt auch schon gemacht. Also wenn, dann wäre das halt das hier der Punkt gewesen, ne? Die 869, einfach weil dort der Point of Control ist. Im H1 sind wir halt auch long, ne? Das heißt, der drückt auch die ganze Zeit nach oben. Aber weil wir halt generell so in diese Abwärtsbewegung von gestern da reinlaufen, wie gesagt, deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer mit Long hier. Mal gucken, dass wir noch irgendwie 2, 3 Minuten vergehen. Vielleicht sieht man dann schon ein bisschen mehr was, was man damit irgendwie anfangen könnte. Was ist in Zypern denn? Auch kalt. Ja, ich bin nicht in Zypern. Ich sitze im kalten Köln. So, auf jeden Fall für Short auch noch zu früh. Hängt für mich immer noch hier im Mittelfeld. Ne? Also wir haben auch schon NFPs gesehen, wo es dann halt mit irgendwie 200 Punkte mal in eine Richtung zuerst ging. Und das ist natürlich ein bisschen netter zu handeln als dieses langsame Geschrabbel hier. Gucken, was der DAX macht. Da drückt auch wieder ein bisschen nach oben. Okay. Ach ja, das ist so ein bisschen verhalten leider. So ein bisschen. Ja, so hier Long wäre nicht so, wäre schon okay gewesen. Aber wie gesagt, es muss ja auch irgendwie, man muss sich mit dem, was man macht, ja auch irgendwie wohlfühlen. Ne?
So, M5. Hier hast du fertig. Wenn man den jetzt irgendwie handeln wollte, long handeln wollte, wird man halt hier auch auf dem letzten Hoch aufsetzen. Auf der 886. Den würde ich mal versuchen, falls er da irgendwie Lust drauf hat. Den nochmal abzuholen. Aber das sieht schon aus, als würde er das jetzt halt hier auch fertig machen. Das Bild, ne? Also, dass wir halt hier jetzt im H1 nach oben drücken und dann halt hier in diesen ehemaligen Supportbereich da halt rein, der dann ja halt eben hoffentlich auch Widerstand werden wird. Oder er macht jetzt hier wirklich einfach nur in dem Außenstab rum. Das würde mich Alex ein bisschen verwundern und kommt jetzt einfach wieder runter. Kann natürlich passieren, ne? Keine Frage. Ja, ich bin hier echt am Frieren. Ich hole mir, glaube ich, echt eine Jacke. Also, bis jetzt hat irgendwie Punkt nicht erreicht. Hat irgendjemand was gerissen schon? Oder beziehungsweise irgendjemand reingegangen? Irgendwie, weil waren ja einige dabei, die zuerst gesagt haben, long. Zuerst long, dann short. Was ja bis jetzt nicht falsch war. Also für mich ist immer so der erste Timeframe, der so ein bisschen was zu sagen hat, der M15. Deswegen warte ich da mal gerade. Aber ich würde schon versuchen, ne, wenn er jetzt hier noch irgendwie einen Rücksetzer macht, da versuchen irgendwie reinzukommen. Also für Long dann halt ein paar Punkte wenigstens. Ne? Mal gucken, ob das irgendwie eine gute Idee ist. Aber im Zweifelsfall. Ja, 960, ne? Ziel. Ja, das wird sogar zu dem passen, was ich ja hier auch irgendwie im Sinn habe. Da muss man da dann halt natürlich gucken, so irgendwie geht man dann irgendwie direkt mit einer Limit hier dagegen. Gucken, die habe ich ja hier. Mache ich mal ein größeres LPO. Also Limit Pullback, die wird ja erst gefiltert dann, ne, wenn der Markt zurückkommt. Oder geht man halt, oder wartet man ab, dass überhaupt mal irgendwas passiert. Also bis ein bisschen Gegenbewegung da ist. Was? Nasi ruppt brutal? Ich glaube, der Nasdaq ist gemeint. Achso, Nasi. Ja, komm, da hole mich doch jetzt hier wenigstens. Wehe, das ist falsch. Ja, ich lass den mal. Positionsgröße bitte nicht irgendwie irritieren lassen. Das muss ja immer zu dem eigenen Konto ja auch passen, was man da halt macht. Aber ich war vorhin ja mit 30 Short, habe ihn angefangen mit 50 und jetzt mit 15 Long. Das ist halt im Vergleich dazu halt überschaubar. So, mein Gott, dann passiert doch mal was hier. Nelson, hast du wieder gemacht? Markt steht still, da wo er nicht stillstehen soll. So, jetzt mal gespannt. Also, wäre natürlich dumm, wenn jetzt der M5 halt durchfällt. Oder wenn er mich nicht abholt, wäre genauso dumm. Ja, nicht so wirklich da unten, ne? Irgendwie zwei, drei Punkte verfehlt. Die 886, weil es einfach nur halt auch, ne, also im ganz kleinen Timeframe das gleiche Prinzip. War vorher Widerstand, wird jetzt irgendwie Support und hat mir ja gerade gesehen, aber um einen Punkt hat verfehlt. Als Stop-Loss mache ich erstmal 50 Punkte, ne, aber nur erstmal. Kam nämlich hier gerade die Frage, wie viel planst du als Stop ein?
So, noch mal eine Chance. Aber trotzdem ist es halt risky, ne? Weil wir halt hier im H1 da ganz klar oben am Außenstab dran hängen. Ne? Also es kann daneben gehen. Das ist halt leider die Gefahr dabei. Dass halt nicht da oben der Punkt kommt, sondern dass sich mit dem Außenstab halt hier begnügt. Das könnte natürlich schon sein, ne? Der Markus schreibt, dass widersprüchliche Wirtschaftsdaten rauskamen, höhere Arbeitslosenquote und aber auch gleichzeitig mehr Beschäftigung. Die Beteiligungsquote ist aber auch gestiegen, Markus. Deswegen auch die Arbeitslosenquote auch höher. So, mal gucken, ob wir den jetzt kriegen hier oder immer noch nicht. Aber es ist halt echt überschaubar, ne? Wohl ist ja echt so ein bisschen. Aber nicht, dass uns der im 15 hier wegkippt. Okay. Das wäre natürlich ein bisschen schade. So, jetzt setzen wir einmal da genau auf. Da darf man natürlich auch ein bisschen reinstechen. Stecken. Nur nicht zu viel, bitte. So, sollte er das jetzt machen, wäre es natürlich super. Da könnte man nämlich da oben einfach drehen. Aber mal gucken, ob das so einfach wird. Vermutlich ja nicht. Vermutlich nicht. Also auf Anfang wäre auf jeden Fall zu tief für meine Begriffe. Kann natürlich passieren, ne? Das wäre halt hier nochmal Point of Control. Okay, hier ein bisschen Reaktion. So, das sind doch keine NFPs, ey. Von der Bewegung her. Das haben wir echt schon ein bisschen besser gesehen, ne? Ja, da klemmt er. Da klemmt er. Also mal gucken, ob das jetzt irgendwie geht oder nicht, ne? Also die M15 löst jetzt halt auf. Ich bin natürlich immer so aufs Timing halt eben auch bedacht, ne? Um das halt eben auch zu erwischen. Und die wird halt in letzter Sekunde das machen, was sie dann halt werden soll. Und dann darf man halt irgendwie nicht irgendwie hoffen, wenn es die falsche Richtung sein soll, ne? Das ist halt genau das Problem. Das heißt, könnte genauso gut sein, dass jetzt hier auf der letzten Minute dann runterklappt. Und dann wird er in die Hose gehen. Ne? Also um 5, der ist halt immer noch im Long-Modus. Und der kommt hier auch nur mal gerade irgendwie Richtung Anfang, beziehungsweise erst mal 20. Und der muss jetzt natürlich halten, ne? Sonst wird das Ganze nichts werden. Aber H1 finde ich gerade so ein bisschen, dass da oben echt nur der Außenstab, das soll es gewesen sein. Also ich bereite mich natürlich auch hier jetzt mental auf den Exit vor. Ne? Das heißt, ich muss jetzt halt einfach nur genau gucken, was macht er hier? Ne? Wie schließt er? Schließt er jetzt hier in grün? Also beziehungsweise bei mir halt in blau, dann ist okay. Wenn der aber in rot schließt, nicht. Ne? Und er muss auch nur hier irgendwo in dem Bereich schließen, dann ist okay. Dann sollten wir die Anschlussbewegung halt auch nach oben kriegen. So, okay. Das passt eigentlich. Erstmal.
Aber es kommt bis jetzt irgendwie nicht so wirklich was hinterher. Es ist so ein bisschen verhalten alles hier. Also ich überlege auch schon irgendwie hier mal klein nachzuskalieren. So, fertig überlegt. Das geht ja schnell. Ja, der hat ja halt hier auch irgendwie kurz reagiert. Im Orderbuch ist unten auch dicker als oben. Jetzt muss es halt nur machen, ne? Jetzt muss halt hier ein bisschen Nachdruck kommen. Also im M15 bräuchte ich halt ein neues Hoch, ne? Klar. Okay, ich scale raus. Jetzt kann man hier auch mal überlegen, die Position zu verkleinern, ne? Damit man jetzt hier einfach den besseren, also ne, das sieht jetzt einfach ein bisschen netter aus, auch vom Break-Even her. Ich ziehe auch vom Entry her, ne? Das ist jetzt die Position, also unten einmal ausgebaut auf 20 und dann jetzt auf 10 reduziert. Ziehen wir jetzt hier mal einen Stop nach und dann kriegen wir jetzt entweder da oben noch ein Hoch oder halt eben nicht, ne? Oder man geht halt hier raus und hat dann halt eben ein paar Punkte erwirtschaftet, ne? Ich meine, gut, 150 € ist jetzt nicht die Welt, aber klar, also ich meine, ne, in Relation, nicht falsch verstehen. Aber hier in Relation zum Risiko natürlich nicht, ne? So, das heißt, wir müssten dann hier auch natürlich mit Tempo über die 900 drüber, würde dann auch überlegen, da oben nochmal zusätzlich was reinzugeben. Aber wenn es zu lange dauert, dann kann man natürlich auch einfach sagen, gut, das war's. Ne? Der muss ja jetzt nicht irgendwie da unbedingt um raus. Der Impuls hat ja gestimmt hier, aber es muss halt, damit das halt gut wird, also es muss nicht, weil der Markt das muss, sondern damit es halt eben gut wird hier vom Trade her, muss halt einfach mehr nachkommen nach oben. Das ist halt klar. Ne? Das reicht halt hier so nicht. Okay. So, ich versuche den hier nochmal ein bisschen auszubauen. Will ich aber auch direkt wieder rausnehmen im Impuls. Mal ausgehen davon, dass wir uns jetzt, dass wir noch ein Schübchen kriegen. Ja, ein bisschen doof da oben eingekauft. Ja, sobald er jetzt hier ein neues Hoch macht, ziehe ich den Stop halt auch hier wieder hinterher. Ne? Das war jetzt einfach nur in 2 Minuten dann halt ein Rücksetzer. Und dann einfach mal gucken, ob wir bis da oben hinkommen. So. Kleines neues Hoch direkt hinterher. Da oben liegt die Drehung, falls er es irgendwie machen sollte. Ich würde aber gleichzeitig auch den Trail aktivieren. Falls er Lust hat, das zu machen, den würde ich gleich wieder rausnehmen. Sobald wir ans Hoch kommen, ne, dann kann ich natürlich auch hier mit einer Limit Pullback Order rausziehen, ne, weil ich ja hier im Stereo Future Modus drin bin. Das heißt, das wird ja alles miteinander verrechnet. Ich gehe nicht hier short. Nur hier oben gehe ich halt short. Das sieht man daran, weil hier das RV, also für Reverse, aktiviert ist. Ja, kann man natürlich auch genauso gut umgekehrt, kann ich auch hier drunter legen. Und dann würde halt genau das Gleiche passieren. Ne? Da würde die halt hier ausgestoppt werden. Ne? Also diese einzelne Position dann einfach. Könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, macht CO, ne? Das heißt, einer löscht die andere, cancel same, sorry, CS. So eine Order löscht die andere mit der gleichen. So, ne? Brauchen wir aber nicht. So, das ist eine Limit Pullback Order, die wird jetzt ein Stück weit mitgezogen. Gut, waren jetzt nur ein paar Punkte.
Das Ding ist aber soweit im Plus. Das passt. Jetzt gucken wir mal, da oben rauskommen. Einmal Trail aktivieren. Ja, kann natürlich hier ein bisschen korrigieren. Na, eigentlich gehört jetzt da erstmal der Stop hin. Weiß ich aber nicht, ob ich das ganze Ding jetzt nochmal so verschenken will. Na, wir laufen hier ganz klar natürlich an Widerstand dran. Das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Gezocke, ne? Aber ich mache mal eine weg. So, ich muss jetzt nicht da oben durch, ja. Also ich bin jetzt hier noch mit einem Teil noch drin. Was man hier sieht, ist nur die PL von der Position, die gerade noch drin ist. Der Trade selber ist mit 450 Euro im Plus. Mal gucken, wenn wir da oben jetzt noch den Peak da rauskriegen, dann wäre das hier, dann wäre das natürlich klasse. Weil natürlich dann hier auch wahrscheinlich Liquidität erstmal ausgeht und dann nur die Stops fliegen würden, ne, wenn er das so macht. So, ich habe ja Risiko raus, ziehe mal noch ein bisschen hier hin, nochmal nur Break-Even, den hier. Ne, es kann aber auch einfach sein, dass der es das nicht macht, ne, dass es das jetzt einfach hier dreht und da war hier oben der Punkt dann halt nicht richtig, ne, ist aber okay. Jo. Sieht so aus, ne? Also kommt hier unter das Tief drunter, ist jetzt für mich erstmal ein Exit an der Stelle. So, das heißt, ne, 330 Euro, das ist okay. So, und alles Weitere muss man jetzt halt sehen, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass der hier oben so bremst. Von daher war die Entscheidung ja dann auch goldrichtig, da oben erstmal fast alles rauszunehmen und nicht irgendwie auf den Push da oben zu hoffen, sondern eben das auch ernst zu nehmen, ne? Und nur weil ich da oben eine Linie habe, heißt das nicht, dass das richtig ist, ne? Und dass die jetzt auch geholt wird. Es kann immer noch sein, das ist klar. Aber ne, was weiß denn ich? Also auf jeden Fall hier Geld verdient. Gut, wer war dabei? Weil ihr sollt ja nicht nachmachen, was ich mache. Trotzdem interessiert mich natürlich immer brennend, wer genau dieselbe Idee hatte. Es ist so still hier. Bin ich noch live? Ja, ne? Natürlich. Gut. Sag doch mal was. Ist alles, YouTube ist alles still. Hier ist still. Eigene Idee. Sehr gut. Bin short und warte. Okay. Ja. Also der ist hier immer noch im Long-Modus, ne? Das heißt, klar, Short ist immer noch ein Thema, gar keine Frage. Sobald hier einer jetzt irgendwie umgedreht ist. War dabei, war dabei. Alle schauen ehrfürchtig zu. Nein, nein. 50 Punkte, sehr schön. Was sind die Margin-Kosten für 30 CFD? Das kann der Nelson, glaube ich, besser beantworten. Also es kommt immer darauf an, ne, welches Konto man hat. Ich habe ja hier ein Pro-Konto und da habe ich ja einen anderen Hebel. Ja, ich habe mich nicht getraut, hier schon zu shorten. Ne? Also, weil es halt eben. Weil es halt eben nicht mein Level war. Ne? Was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass halt, kann ich mal kurz einblenden, dass der von eben mit 2000, der war natürlich ein bisschen netter. 25 Punkte im Endeffekt halt hier, ne? Auf die erste Position gerechnet. So wie es hier angezeigt wird. Aber da sieht man eben hier auch ganz genau, ne? Wo rein, wo raus und so weiter. Ja, als Range würde ich das hier nicht bezeichnen. Ne? Also das ist schon ein bisschen was anderes. Aber ich zeige das mal ganz kurz hier im H1. Also ne, man hat halt vorher gesehen, hier Außenstab, zeige ich mal gerade, ne, hier Außenstab, da hat er irgendwie lange dran rumgemacht und um den halt zu knacken. Und deswegen von daher jetzt auch völlig okay, dass es hier der zweite Außenstab auch nochmal relativ oder was heißt relativ wirklich auf den Tick genau hier reagiert hat. Wäre schon okay gewesen für Long, ne? Gar keine Frage. Und ich meine, aber das Eigentliche ist ja halt, ich war ja eigentlich die ganze Zeit im Long-Mood oder wie auch immer und im Short-Modus, beziehungsweise gedanklich Short, ich will ja runter und trotzdem gehe ich aber hier Long. Ne? Und ich glaube, das war dann ja doch ein ganz gutes Beispiel dafür, so dass man sich eben auch da auf das einstellen kann, was der Markt dann halt eben macht, solange man sich halt irgendwie im Kopf nicht zu so sehr selber blockiert mit seinen eigenen Ideen. Ne? Und dann halt eben genau das, halt dieses Trade, was du siehst,
dann eher so trade, was du hell siehst, ne? Das halt so missinterpretiert, sondern einfach nur gucken, was macht der Markt und ohne, ob man das jetzt glaubt oder nicht und sich nicht vorstellen kann, ne? Und dann muss man halt einfach den Switch dann halt für sich dann finden, dass man eben auch die Richtung umdrehen kann, ne? Ganz klar. Ganz klar. Ich hätte lieber gehabt, wenn er eben runtergegangen wäre, hätte natürlich jetzt auch einfach blind dagegen halten können. Und dann irgendwie so nach dem Motto, ah, der kommt schon, der kommt schon, der kommt schon. Und dann halt da oben dann pyramidisieren beziehungsweise halt nachkaufen, bis der Arzt kommt. Das ist aber meistens keine gute Idee. Dann lieber mal warten, was er dann halt macht. Ich kann ja immer noch richtig liegen, ne? Das kann ja immer noch alles aufgehen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr in der nächsten halben Stunde passieren. Das ist halt auch klar, ne? Aber der Markt wird auch in der nächsten halben Stunde jetzt nicht bis zu 35.000 laufen. Das wird mich auch extrem wundern, ja? Also von daher. Okay, gut. Also, das war der Trade. War ja eigentlich ganz nett, ne? Also, ein bisschen von der Wohle halt leider, ne? Hätte ich mir irgendwie auch, hätte ich andersrum besser gefunden, ne? Weil er erstmal halt bis nach unten geklatscht wäre und der Short netter aufgelöst hätte. Aber okay, ist dann halt eben so, ne? Wohle halt nicht so klasse. Ich hätte halt echt gedacht, so wir knattern da heute einmal ordentlich durch die Gegend. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so verhalten ist wie jetzt gerade, ne? Ich würde jetzt aber hier mit Short mal abwarten, ne? Also ich würde zumindest mal warten, bis der M15, also wenn der halt nochmal unter der Eröffnung von den NFPs halt schließt, ne? Also hier, da so, dann kann man irgendwie, glaube ich, dann ist es, glaube ich, nicht so falsch, da halt mal auch in Short-Richtung nochmal irgendwie zu versuchen. Und gerade mal gucken, was treibt denn der DAX da eigentlich? Huch, da habe ich eine Order da oben liegen. Die habe ich hier ganz vergessen. Der wollte nämlich den ganzen Morgen nicht unter die 924. Und da habe ich eben schon irgendwie verzweifelt den Short aufgelöst, den ich mir da gestern auch schon wieder zusammengebaut habe. Und aber gut, er steht ja immer noch da. Von daher könnte ich den jetzt genauso gut wieder aufmachen. Und aber na, so ist es halt eben manchmal, verpasst man halt nichts. Aber lasse ich jetzt mal. Da habe ich hier nur ans Tageshoch, habe ich da eine Short gelegt, eine Short Order, eine LPO. Falls er halt irgendwie so kurzen Ruck nach oben macht zu den NFPs und dann wieder runterkommt, dann hätte ich den halt gerne mal mitgenommen, weil dass er den einfach rausnimmt, das glaube ich halt nicht so wirklich. Also das Tageshoch von bisher. Ne? Aber DAX ist ja halt hier, wenn ich den H1 mal angucke, das ist ja nur seitwärts. Ne? Das ist ja also so gruselig, das hier. Das ist ja nicht mal seitwärts, das ist irgendwie Gezerre. Gezerre zum Mäusenmelken. Ne? Aber mehr halt auch nicht. So, und der hier, ne? Der Dow drückt halt einfach weiter nach oben. Ne? Also hier, ich bin halt wirklich immer ein ganz großer Freund davon, irgendwie sich, ich nenne es immer Kontext, mit Außenstäben halt irgendwie zu suchen, wohin der Markt irgendwie gerade unterwegs ist. Und da hat man halt, also allen voran natürlich im M1 meistens eine sehr gute Richtung, aber der M15 ist halt dann auch immer so kurzfristig, mittelfristig unterm H1 eigentlich immer schon ganz gutes Werkzeug. Also für Daytrading natürlich, ne? So Intraday, logischerweise. Und aber nichts anderes haben wir halt eben auch im Daily. Und dort wäre natürlich dann das Tageshoch von gestern so die Grenze. Ne? Aber das glaube ich, gut. Nur glauben lassen wir mal außen vor. Ich kann mir es nicht wirklich vorstellen. Also ich habe ja das zeige ich nochmal ganz kurz, bevor wir dann hier demnächst dann auch dicht machen, weil der Trade ist gelaufen. Ne? Also hier 25 Punkte auf die erste Position. So what? Ne? Aber dafür halt sauber skaliert, sauber gebaut. Und glaube ich, da braucht man sich jetzt auch nicht irgendwie dafür zu schämen. Und aber trotzdem gehe ich nochmal auf den Markt ein. Also was ich halt heute eigentlich noch gerne sehen würde, beziehungsweise wie ich den Markt halt interpretiere. Also wir haben halt im Daily halt einfach, ne, habe ich ja gerade schon gezeigt. Ich zeige es aber irgendwie nochmal, damit man es halt eben auch nachvollziehen kann, was ich meine. Dann kann so, hier die Skalierung ein bisschen umgebaut. Mit dem StereoTrader. Übrigens, da kommt heute noch ein Update. Ne? Das wollte eigentlich gestern noch raus. Das wird aber heute noch rausgehen. Und da sind so ein paar Kleinigkeiten behoben, wie zum Beispiel irgendwie Reste von Objekten im Chart und sowas halt. Und noch so ein paar, zwei, drei Kleinigkeiten. Aber das nur am Rande. Das wird heute Abend irgendwann online sein. So, also, ich habe halt hier. Wir haben halt hier einfach ein bearishes Engulfing. Ne? Wir laufen da oben in diesen ehemaligen Supportbereich oder sind reingelaufen. Wir haben einen hängenden SMA 20 und wir haben nicht diesen Bereich rückbestätigt. So, das heißt also, der Grund in Anführungszeichen rein nach, was heißt in Anführungszeichen rein nach Price Action. Ich mache nichts anderes als Price Action. Das heißt, ich gucke mir an, was macht der Markt und zwar rein auf der Horizontalen betrachtet, ohne Trendlinien, ohne alles. Ich gucke mir, was macht der Markt.
wo wurde was gekauft, wo wurde was vergessen, ja, also wo wurden halt zum Beispiel Short-Positionen überfahren, und wo würden die gerne nochmal abgeholt werden? Und wir haben dann natürlich dann halt hier auch Spieler, in Anführungszeichen, im Markt, die ja dann halt eben auch ein paar Nummern größer sind als wir. So, und mein Ansatz ist halt immer der, zu gucken, okay, diese Player im Markt, die haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, also rein finanziell. Und das heißt zum Beispiel, ich gehe immer davon aus, und das passt auch, wenn man sich das mal anguckt, dass wenn zum Beispiel halt irgendwie Shorts fliegen, ja, zum Beispiel an so einem Widerstand, und dann halt irgendwie, man das sieht, der Markt ballert dann halt so am Stück durch. Und dann, wenn der dann einfach weiterläuft, und dann sieht man extrem oft, ja, dass nämlich genau dieser Punkt, wo der vorher durchgegangen ist, dass der nochmal abgeholt wird. Und liegt wahrscheinlich daran, dass halt entweder dann auf der Gegenseite nochmal das Ganze aufgebaut wird auf höherem Niveau und dann halt um die Verluste da unten nochmal zu covern. Und daher kommt auch so ein bisschen das Ding mit der Wirkungsumkehr, ne? Und eine Wirkungs- oder sagen wir so, ein Markt läuft nur dann sauber weiter in eine Richtung, wenn die Wirkungsumkehr stattgefunden hat. Und was man gestern halt gesehen hat, das war einmal die Wirkungsumkehr im Daily, also auf der Oberseite, und aber auf der Unterseite fehlt sie aber halt auch noch. Und deswegen haben wir da so ein paar offene Punkte. Und was ich gerade vorhin gesagt habe, die 24.723, ja, also hier unten, wo er dann das Low gemacht hat, das war im H1 eine vergessene Position. Also nicht eine vergessene Position, sondern ein Level, was ohne Wirkungsumkehr gelaufen ist. So, hier oben hatten wir es jetzt, aber hier unten im Daily fehlt eigentlich noch einer. Ne? Also nicht der Squeeze, das hier ist im Squeeze raufgegangen. Den Trade hatte ich übrigens im Live-Chart komplett gepostet, also inklusive Squeeze-Ansage. Und aber der hat natürlich tiefer angefangen, sieht aber hier auch. Ne? Hier wurde es einfach plopp gekauft und kam nie wieder zurück. Das heißt, wir haben Daily hier halt einfach auch nochmal genau das Gleiche, ne? Diese fehlende Umkehr. Laufen da oben in Widerstand, haben einen fallenden SMA 20. Das heißt, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, um von da oben jetzt einmal da runter zu kommen. Wenn das jetzt übertreibt, der Markt, ja, ich halte es für nicht wirklich wahrscheinlich, dass er das heute macht. Wenn das aber so sein sollte, dann kriegen wir wahrscheinlich einen Premium Short Entry, und der wäre dann tatsächlich hier oben in dem Bereich von der 35.178. Das wäre der höchste Bereich, den er sich halt irgendwie noch irgendwie erklimmen könnte, läuft dann aber hier gegen ein Engulfing. Und das sollte eigentlich zur Folge haben, dass die Geschichte zumindest wieder ein gutes Stück zurückkommt, wenn nicht wieder komplett sogar ein neues Tagestief macht. Also das wäre halt durchaus möglich, ne? Ich glaube, es gibt auch so ein Ding, das nennt sich Supersignal. Das ist nämlich da oben auch getriggert worden, soweit ich weiß, bei der 35.172. Auch das würde dazu passen, weil es wäre schon extrem ungewöhnlich, wenn jetzt zum Beispiel halt nach hier, ne, wir haben einen Außenstab in Long, dann kommt ein bärisches Engulfing, also ein Außenstab in Rot, geht da drüber, und wenn jetzt nochmal einer in Long kommt, da kann man irgendwie den Chart ganz weit aufklappen, um so ein Bild im Chart zu finden. Das gibt es so gut wie nie, ja. Also zumindest nicht, wenn die ATR hoch genug ist, also wenn die Vola hoch genug ist. Und allein das ist schon Grund genug, um da, wenn er das machen sollte, da über das Tageshoch von gestern drüber zu gehen, da oben halt dagegen zu halten. Das ist natürlich jetzt trotzdem keine Empfehlung, ja. Ich sag nur, aber wenn das Ding kommt, dann ich werde den auf jeden Fall shorten und glaube ich auch so schnell nicht mehr anrühren. Das ist aber nur mein eigener Ansatz, ne? Weil nochmal, ich mache halt Price Action. Mir sind Trendlinien und der ganze Kram halt völlig egal. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Das ist mein Ansatz, den führe ich hier regelmäßig vor und der halt eben ja auch regelmäßig funktioniert, ne? Behaupte ich mal. Also ich meine, man sieht es ja, man hat es ja jetzt auch gerade gesehen, bei dem Trade, den ich gerade gemacht habe, war ja nichts anderes, ne? Im M5, im M5, ja genau, im M5 war es, das ist nichts anderes. Und das Prinzip zieht sich einfach durch alle Timeframes durch. Das heißt, hier habe ich ja nichts anderes gemacht. Kann ich in dem Trade nochmal kurz erklären, den ich hier eigentlich gemacht habe. Also, wir haben hier einen Außenstab im M5 in Long gemacht. Und damit hier die letzte Abwärtsbewegung, Außenstab in Rot gekauft. So, M5, ne, da kann der natürlich ganz anders hin und her laufen als im Daily, das ist klar. So, was hat er aber gemacht? Ich habe halt gesagt, hier oben, ne, weil da ist er auch durchgelaufen. Und da geht es da oben natürlich nicht weiter. Aber wie gesagt, da habe ich ja dann die Order hingelegt und da wollte er mich ja erst nicht abholen. Und dann hat er mich aber doch abgeholt, ist dann hier einfach nur ein bisschen reingestochen, hier zum SMA 20 dann im Endeffekt, hat aber genau dieses Level, wo wir jetzt ja auch dran kleben, ja,
macht nichts anderes, als hier das Level jetzt gerade irgendwie erstmal bestätigen von oben, bevor er halt weiterläuft. So, das hat er ja eben gemacht. Das heißt, der muss jetzt nicht hier noch ein neues Hoch machen. Das heißt, das eigentliche Bild, was ich halt haben wollte, nämlich genau die Geschichte hier, nämlich diese, ne, dass wir halt einmal hier, nachdem der Markt halt hier drüber gelaufen ist, brauche ich einmal, also das ist ja halt ganz klar der Widerstand. Das waren die Highs hier gewesen an der Stelle, ne? Beziehungsweise hier ein bisschen tiefer angesetzt. So, das war der Widerstand und der ist gekauft worden. Dann brauche ich den Markt einfach an die Stelle hier zurück, damit er überhaupt in irgendeiner Form dann halt eben auch rauflaufen kann. Sonst funktioniert es nicht. So, das heißt aber jetzt, wenn jetzt kein neues Hoch mehr kommt und die Geschichte hier wieder verkauft wird, der M5 hier wieder drunter schließt, dann war es das halt auch wahrscheinlich. So, das heißt, das ist ja einfach nur ein Scalping-Ansatz, genauso wie aber auch im großen Timeframe funktioniert eigentlich immer gleich. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr einfacher Handelsansatz, ja. Und wenn man den halt so ein bisschen kombiniert, zum Beispiel mit SMA 20, wie jetzt hier steigend, da kann man da wenig falsch machen. Klar gibt es auch mal irgendwie Momente, wo es daneben geht. Aber das ist ja halt einfach ein Ansatz, den kann man ja, wenn man möchte, sich mal angucken, mal ausprobieren. Und natürlich auch ohne Empfehlung, beziehungsweise die Empfehlung wäre dann eher fürs Demokonto, dort erstmal zu testen oder mit ganz kleinen Positionen. Aber das ist einer von den Ansätzen, die ich handle. Ja, einer. Aber das ist so ein grundlegendes Ding, was ich mir halt immer wieder angucke und was halt jetzt hier wirklich ja seit Jahren, ne, mit Erfolg ja auch hier bei den NFPs, die halt auch entweder handle oder halt beschreibe und der Markt bestätigt es dann halt. Ne? So, hat noch jemand Fragen? Ansonsten machen wir nämlich jetzt hier dann Feierabend. So, das war jetzt noch ein bisschen Strategie, beziehungsweise ich würde vielleicht ganz kurz noch, eigentlich muss ich nicht mehr viel sagen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, auch was der DAO machen könnte, das gilt natürlich jetzt auch gleich für die Kassaeröffnung, die wird nicht anders laufen. Und von daher die Punkte, die halt noch offen sind, die sind eben noch offen und dann muss man gucken, ob die jetzt dann halt kommen oder nicht. Ne? Also der müsste jetzt hier auch diesen Außenstab kaufen, dann wäre aber nichtsdestotrotz hier oben die 953, die lasse ich bei mir auch ganz klar liegen als Entry. Ist das hier die 953? Hier oben packe ich die hin, die bleibt da auch erstmal. So, und das heißt aber jetzt nicht, dass ich, also nur weil ich die jetzt hinlege, bitte, ne, nicht einfach auch da hinlegen und dann irgendwie den Computer ausmachen. So wird es nicht funktionieren, sondern entweder holt ihr die und läuft direkt nochmal auf Anfang runter und dann ist alles fein und wenn nicht, muss ich halt oben ausskalieren, gegenskalieren oder wie auch immer. Ne? So, das ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, wo ich sage, da kann man reingehen, shorten, da passiert heute nichts mehr. Also so ist das wirklich nicht zu verstehen. Der kann natürlich auch noch ganz andere Spielchen machen, gleich mit der Kasseeröffnung und der könnte natürlich, ne, wenn er es wirklich übertreibt. Und der Grund dafür ist, um das nochmal kurz auch zu erklären, warum er tatsächlich so eine Eskalation durchaus hinkriegen könnte. Die 34.732 hier in Grün, die liegt schon seit einigen Tagen da drin und die hat er jetzt ja gestern geholt. Das ist der eigentliche Support, den er gebraucht hätte, hier bei dieser Aufwärtsbewegung. Da habe ich nämlich schon gesagt, ja, wir laufen jetzt mal runter. Also das müsste da gewesen sein. Das sieht man dann auch im Blog. Da habe ich gesagt, wir laufen mal runter auf die 732, weil den hat er vergessen. Und da fing auch der eigentliche Squeeze an der Stelle. Das hat er halt nicht gemacht. Ne? Das heißt, er hat sich jetzt diesen eigentlichen Support geholt. Und das heißt auch, alles, was hier passiert ist, könnte eventuell auch einfach nur Quatsch gewesen sein. Ja? Das heißt, der Support oder das hier long zu handeln, war auf jeden Fall richtig. Ich meine, sieht man jetzt ja auch, da ne? Liegt ja schon 200 Punkte vorne. Also ich habe das ja nicht umsonst gesagt, dass das der eigentliche Support ist. Ich hätte nur gestern gedacht, wir kriegen noch ein bisschen Übertreibung oder heute, bevor er dann halt nochmal rauf geht. Aber okay, hat er halt nicht gemacht. Aber das als Long Support, als Level zu handeln, war schon ziemlich gut. Ne? Also eben das halt auch, lobe ich mich mal selber, die Marke halt auch zu benennen und zu erklären, schon vor ein paar Tagen. Das war, glaube ich, jetzt nicht so falsch. Ne? Aber so kriegt man den Markt aber zu greifen. Ja? Und ich glaube, wenn man jetzt nämlich hier anfängt, irgendwelche Trendlinien zu malen, da fängt man an, irgendwie ganz viele Linien hat man da plötzlich und denkt, ja, hier aus dem Trend ausgebrochen und doch wieder rein. Und deswegen mache ich das nicht. Deswegen, ich gucke nur horizontal in den Markt und hole mir da die Levels und handle das und sonst gar nichts. Da, wenn ich eine Empfehlung geben darf, dann die. Ja, sich das zumindest schon mal genauer anzugucken. So, das heißt, das jetzt hier für die Kasseeröffnung, ne? Schwierig. Also entweder wir kriegen wirklich die Übertreibung da oben. Ich würde aber eher tippen, wir werden hier maximal an der 993 bzw. 35.000 knapp davor
dass wir in dem Bereich da halt gleich nochmal irgendwie eins auf den Deckel kriegen und uns dann hier nochmal irgendwo in dem Bereich rückwärts bewegen. Das wäre so meine Einschätzung jetzt für den Kassa. So, und ob der Markt dann wieder dann am Ende des Tages auflöst, das werden wir sehen. Ich habe ja gestern im Blog ein bisschen was dazu gesagt. Wer mag, kann sich das gerne ja angucken auf dem YouTube-Kanal. Gut, also die Außenstäbe, ich gucke nur gerade die Fragen durch. Der Robert fragt, nee, war gar nicht Robert. Jetzt ist es weg. Was sind das? Achso, die Tatjana, was sind das für Indikate für die Außenstäbe? Wenn man das Live-Chart-Add-on hat von mir, dann gibt es auch den Indikator Priax dazu. Das ist im Übrigen auch, visualisiert es auch die Trading-Stop-Logik vom Stereo-Trader. Also es gibt ja eine Trading-Stop-Logik im Stereo-Trader, die natürlich dann passenderweise auch Priax heißt, also Priax. Und die macht nichts anderes, als genau solche Dinge halt verfolgen, ja, mit einem entsprechenden Abstand. Und das ist halt eigentlich nur die Visualisierung dafür, aber klar, zeigt natürlich Außenstäbe halt an. Ne? So, hat noch jemand Fragen? Ach so, da fragt er jetzt, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, Nelson, beim Mittagessen. Ne? Guck mal, jetzt fragt nämlich hier TK, der ganz oft oder die ganz oft bei mir auch hier im Stream dabei ist. Wer ist Ansprechpartner für die Kontoeröffnung? Das macht der Nelson, aber sehr gerne, ja, darf man auch mal auf einen Link klicken, den ich immer bei den YouTube-Videos drin habe. Dann kann ich nämlich dann vielleicht auch eine Pizza davon kaufen, weil ich mache das ja alles hier umsonst und von daher so ein bisschen Return freue ich mich dann natürlich trotzdem. Ja, TK sagt, er handelt bei, also TK sollte unbedingt den Broker wechseln. Ganz wichtig. Das ist die wichtigste Antwort, die ich jetzt hier mal geben würde. Und weil es ist, also ich behaupte mal, das kommt ja auch nicht drauf an, ob es 1 zu 30 oder 1 zu 20 ist. Ne? Also das ist irgendwie, das sollte nicht kriegsentscheidend sein. Kriegsentscheidend sollte eigentlich immer die Ausführung sein vom Broker. Die Ausführung, das ist das A und O. Ne? Was nutzt es, wenn man irgendwie auch als Beispiel ein Spread hat von irgendwie 0,5 im DAO, ja, nur als Beispiel oder 0? Ist ja auch möglich, man kann ja auch ein Spread von 0 machen, ist ja gar kein Problem. Dann führt man den Kunden halt einfach immer nur Scheiße aus. So, ich sag's mal, wie es ist. Und dann holt man sich dann darüber dann halt die Kohle. Ne? Und deswegen sage ich immer, die Ausführung ist das A und O und nicht der Spread und auch sonst nichts. Ne? Ausführung ist das, was bei der Wahl des Brokers am allermeisten zählt. Ne? Und natürlich dann halt klar, der Broker selber, was eben Service und so weiter angeht. Aber da seid ihr hier natürlich richtig bei FX Flat, gar keine Frage, uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite. Okay, gut. So, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Also ja, das Add-on, ne? Live-Chart heißt das Ding. Damit sieht man die Levels, die ich im Chart habe. Ja, und ich mache da auch, poste da öfter, was heißt poste? Ich zeichne auch öfters mal Setups ein, ne? Was man halt eben handeln kann. Und also während des Tages, ne, gibt es dann halt ein paar lustige Pfeile, Zonen und so weiter und so fort. Und wenn ich die Zeit dafür habe, mache ich das immer ganz gerne mal. Und gerade wenn jemand irgendwie Anfänger ist, hilft das ja halt, behaupte ich doch mal. Also es gab jetzt die letzten 2 Wochen, habe ich das extrem oft gemacht. Ne? Also einmal war im DAX irgendwie alles rauf und runter, den einen ganzen Tag. Vorgestern müsste das gewesen sein. Und am Schluss kamen irgendwie 140 Punkte als Beispiel bei raus. Im DAO schon ganz oft irgendwie dann irgendwie 5 Minuten vor der Bewegung gibt es dann einen Pfeil nach unten und dann sieht man den und dann kann man sich überlegen, möchte man das und dann. Also das geht schon sehr, sehr, sehr oft auf. Natürlich auch nicht immer, ist ganz klar, aber ich glaube, allein wirklich in den letzten Wochen, also war ein Tag, war mit über 400 Punkten sogar. Und wie gesagt, das Live-Chart-Add-on, das ist auch immer hier, ne, in der Beschreibung vom Video verlinkt. Kann man sich gerne mal angucken und kostet natürlich ein bisschen was, aber auch nicht wahnsinnig viel mit 25 Euro im Monat. Das ist eine Affäre von einem halben Trade. Ja. Also deswegen, darüber reden wir nicht. Ne? Das ist ja dazu gedacht, um Geld zu verdienen. Und von daher sollte das nicht das Thema sein. Was umsonst ist, ne? Oder wie heißt das so schön? Billig ist nicht gleich günstig. Oder wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. So ungefähr. Gut, aber jetzt genug der Philosophie. Auch ein bisschen Werbung gemacht, ist ja auch mal ganz wichtig. Also wie gesagt, Nein, 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 Kontoeröffnung gerne so hier kommst links. du mir nicht davon. Das gibt Das habe ich 5 € getan. in dem Phrasenschwein. Bitte was? 5 € Phrasenschwein für deine Sätze Ein Phrasenschwein. Okay, kriegst du, kein Problem. So, aber ne, trotzdem halt
Jetzt hast du mich also völlig aus dem Konzept gebracht. Ich wollte mich jetzt eigentlich hier Ja, verabschieden. musst du auch mit klarkommen. Muss ich auch mal reingrätschen dürfen. Okay. Na gut, so, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier heute dabei zu sein. Auch für die Anfänger hoffe ich, dass die ein bisschen was lernen konnten, sehen konnten, für sich irgendwie gut finden konnten oder auch natürlich nicht so gut. Es muss ja nicht jedem gefallen, ne? Ist auch klar. Es muss ja irgendwie zu dem passen, was man sich selber irgendwie vorstellt. Und wenn das hilft, ist schön. Und wenn nichts damit anfangen kann, bin ich natürlich auch kein Böse. Das ist ja auch ganz klar. Und deswegen bin ich auch immer irgendwie offen für irgendwie Feedback, egal ob positiv oder negativ, einfach immer raus damit. Ansonsten gibt es mich natürlich dann wieder im Blog, im Video. Allerdings, lieber Nelson, erst am Mittwoch wieder, weil ich verkrümel mich mal 3 Tage in die Sonne. Ich steige morgen in den Flieger, muss mal ein bisschen Sonne tanken, nachdem der Juli ja nicht so schön war, der Sommer in Deutschland. Habe ich mir verdient, oder? Hast du Jetzt aber, was soll ich denn jetzt um 10 vor Mitternacht, was soll ich denn jetzt gucken auf YouTube, mal, wenn du nicht live gehst? Tja, es tut mir leid. Also ihr braucht ein anderes Bespaßungsprogramm, irgendwie ein anderes Video- und Filmbespaßungsprogramm nachts. Meins gibt es erst am Dienstagabend wieder. Sorry. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar heute. Hat wieder Spaß gemacht und ja, super Trades. Und natürlich auch lieben Dank an alle, die live dabei waren. Wenn Fragen sind zur FX Flat, dann natürlich gerne ja, sich bei uns melden. Das Team ist hier und wartet auf euch. Und ansonsten schönen Urlaub, Kurzurlaub. Dann bis Dienstag noch noch einen schönen Trading-Tag heute, ein schönes Wochenende, passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal.